Doch die Chance einer friedlichen Übergabe wurde dort vertan. Die Stadt reagierte nicht und wurde mit Gewalt unter großen Opfern genommen. Die Stadthalle ist als Wiege der Reformation gut bekannt unter den Amerikanern. Hier predigte Martin Luther. Seine Totenmaske wird in der Marktkirche aufbewahrt. Christliche Kulturgüter sollten nicht sinnlos in einem schon verlorenen Krieg vernichtet werden. Deshalb auch in Halle der Versuch, Blutvergießen zu verhindern und die Stadt vor der sicheren Zerstörung zu bewahren. Und in dieser Situation werden in Halle Graf Luckner und andere tapfere Menschen aktiv. Dank der Verhandlungsbereitschaft der Amerikaner und des Verhandlungsgeschicks von Graf Luckner auf der deutschen Seite blieb Halle von dem Schicksal der totalen Zerstörung verschont. Halle fiel als eine der wenigen deutschen Großstädte in den letzten Kriegstagen nicht in Trümmer. Felix Graf Luckner war in den USA ein Begriff. Seine Menschlichkeit stellte er im Ersten Weltkrieg unter Beweis und wurde auch deswegen 1928 Weltehrenbürger der Stadt San Francisco. Luckner wurde verehrt, er sprach Englisch und seine Bücher wurden auch in den USA begeistert gelesen. Und deshalb wird Luckner als Verhandlungspartner von den Amerikanern akzeptiert. Die Stadt ergibt sich. Am 19. April 1945 fällt in Halle der letzte Schuss. Danke Amerika, thanks America. In vielen anderen Städten müssen Kirchenglocken an Zerstörung und Tod erinnern. Für Halle aber sind es Friedensglocken, die alljährlich zu diesem Datum für 10 Minuten in unserer Stadt geschlagen werden. Doch bevor sie auch heute läuten, sehen Sie jetzt, wie sich diese entscheidenden Begegnungen abgespielt haben.